Berge, im Regelfall immer der Schnee. Dieses imposante Gebäude, das ist ein erheblicher Teil auch des Mythos. Dieses Gebäude, die Landschaft, das verschneite Tal, das ganze Ambiente ist dazu angetan, da etwas ganz Großartiges und Mysteriöses dahinter zu vermuten. Ich fahre immer sehr motiviert hierher, wobei ich dazu sagen muss, ich fahre jetzt auch erst das zweite Mal hierher. Ja, ich fahre ja jetzt in diesem Jahr zum 42. Mal nach Kreuth. Ich freue mich drauf, weil eigentlich mal so die ganze Fraktion wieder zusammen ist und gute Beschlüsse fassen kann und gut diskutieren kann. Und also die Vorfreude ist schon groß, muss ich sagen. Der Mythos Kreuth, das geht natürlich zurück auf die erste Tagung der Landesgruppe 76 mit dem berühmten Kreuther Beschluss. Da hat es gepoltert, und zwar Franz Josef Strauß, der Trennungsbeschluss der CSU-Landesgruppe bei ihrer Klausurtagung, dass die CSU sich bundesweit ausdehnen soll. Und dann war Kreuth von diesem Zeitpunkt an immer interessant. Seitdem wird von jedem Kreuth erwartet, dass etwas Historisches passiert oder etwas politisch Wichtiges. Wir haben hier den ausgeglichenen Haushalt angegangen. Wir haben die Digitalisierung beschlossen. Und Horst Seehofer hat auch hier seinen Plan vorgestellt, dass wir die Schulden zurückzahlen wollen in einer bestimmten Zeit. Das waren schon alles ganz grundlegende positive Entscheidungen. Ja, wenn der normale parlamentarische Ablauf ist in München, dann ist jeder in seinen Ausschüssen, jeder in seinen Arbeitskreisen und macht da eben seine Arbeit. Man versteht sich so in den kleinen Gruppen ganz gut, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das kann hier viel mehr aufkommen. Man sitzt zusammen in verschiedenen Gruppen, tauscht sich aus. Und ganz gleich, in welcher Hierarchie jemand ist, ob in einer Regierung oder Abgeordneter ohne Regierungsmandat, man begegnet sich hier auf gleicher Augenhöhe, sehr menschlich, und das schweißt zusammen. Auch das ist ein Stück Mythos, Kreuth.